Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem Video auf dem Kanal. Heute ist der, ich glaube, vierte, fünfte Tag von Ramadan. Aber ich meine nur sechste Tag von Ramadan. Ich fühle mich einfach aus so dem Tag, wie ich zum Beispiel jetzt Suhoor mache. Vielleicht, wie ich auch später trainiere, dann Iftar mache. Ist einfach gespannt. Also, ich bin tot. Auf jeden Fall. Ich esse jetzt, dann bete ich gleich. Zum Glück ist heute Samstag. Dann geht's auf jeden Fall gleich wieder ins Bett. Wir sind endlich angekommen. Heute steht auf meinem Brust, oder? Ja. Ein bisschen Arme. Wieder ein bisschen auseinandergegangen. Auf jeden Fall, wir fangen mit Bankdrücken an. Der macht schon bereit. Yes. Übrigens, das ist der Hübschling. Erdogan, wie läuft eigentlich mit Fasten? Läuft gut? Alhamdulillah, läuft gut. Training läuft ja, ne? Muss mit dir. Das Ding ist, ich dachte heute, wegen Fasten machen wir locker. Er hat einfach als zweiter Satz schon 70 Kilo drauf. Du bist Löwe, Wallah. Ich krieg das hin, aber ich krieg nicht so viele wie du. Komm, Junge. Fünf Stück, Minute. Das ist viel schon hart, Alter. Egal, aber gut. Wallah, ich hab mich kurz blamiert, ich kann keine Mathe. Das Ding ist, es waren 80 Kilo. Das sind 30, 60, das sind 20 Kilo Stange, 80 Kilo. Und jetzt, wo das erste Mal mein Leben wieder, boah, 100 Kilo, ne? Ja, aber es waren unsaure. Oder was eigentlich? Aber inshallah, irgendwann schaffe ich das. Und so, nächste Übung ist Butterfly. Und jetzt wird die Brust auseinandergenommen. Kommt nichts weg, halt. Ein Löwe, ein Löwe. Häng mal nochmal 20 Kilo Scheibe drauf. Enden. Bruder, warum trainierst du Beine? Wir machen noch Brust. Bruder, für Therapie heute, ja? Die Therapie trainiere ich ein bisschen, weißt du? Weil das ist ja wie Beintraining, damit ich auch Therapie einfacher habe, weißt du? Deswegen trainiere ich ein bisschen Beine. Ach so. So, nächste Übung. Bruder, ich sag doch, nimm das ganze Gerät mit, Bruder. Zwei Löwen. Wallah, ein Löwe, ein Löwe. Ist das Granit? Granit? Ja, nee, ist Granit. Gib ihn. Jetzt 30 Kilo, das ist schwer, Alter. Mal alles geben. Warte, warte, Bruder. Komm. Egal, Alter. Bruder. Beide Eisen. Aber hilft mir nicht, ne? Ja.
Wallah, ohne dich wäre ich nichts, Alter. Das war auch, Jungs, das war der Typ, der mich... Heute, das ist der Grund, warum ich heute boxe. Das ist der Grund, doch, Wallah. Das ist der Grund. Das Ding ist, wir haben damit zusammen angefangen. Er hat mich dazu angetrieben. Wir haben zusammen angefangen. Und dank ihm, Wallah, dank ihm. Danke, Bruder. So, das Ding ist, er sieht nicht nur körperlich gefährlich aus, sondern er kann sogar noch boxen. Nö, Wallah. So, mit Guck, Po. Und jetzt die anderen. Wieso? Der Chef mit der Kamera hat gesagt, wir sollen uns die Hand annehmen, damit wir keinen Schwung geben, ne? Ich genau, Bruder. Hier. Ja. Sehr schön. Ach, wir wollen hier alles. Komm, jetzt auf die anderen. Die sah süß. Ich, ja. Wärme meine Arme immer so. Ohne, auch ohne Pump, ne? Wenn die mal normal so. So, Training ist fertig. War am Ende noch 3 Runden Sonntag, ein bisschen für die Muskeln auflockern. Auf jeden Fall noch halbe Stunde und dann ist Iftar. Das wird auf jeden Fall gegönnt. Und dann mal schauen, was da noch so ansteht. Rein mit dir. So, auf jeden Fall ist noch, glaube ich, 8 Minuten bis Iftar, also bis man essen darf. Meine Mutter ist eben, die ist sofort da, die wird eben essen. Ich in der Zeit mache ein bisschen hier was für Nachtisch, dies, das, jedes. Ich mache natürlich immer, ne? Bis Bescheid. Die sind es. Also wir bestellen mal hier so Datteln wichtig. Hier so draufpacken. So ist jetzt nicht so besonders, aber es ist besonderer als es nur aussieht. Jede Minute ist nicht so weit. Ja, eine Minute. Dann wird auf jeden Fall diese chinesische Nudeln gegönnt. So, ist jetzt Zeit. Jetzt kann man endlich wieder essen. Ist auf jeden Fall reingehauen. Bismillah.